Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, es sieht leider ein bisschen anders aus hier. Ich hatte ja eigentlich meine schönen Kumpels hier immer um mich rumlaufen, hab dann aber dummerweise die falsche Taste gedrückt, weil ich hier unter dem Buch der Toten plötzlich den Verteidiger drin hatte und habe gedacht, ach, guckst du dir mal an, was das ist. Und schwupps waren wieder alle meine Skelette weg. Also wundert euch nicht, die müssen wir gleich erstmal wieder im Kampf dazu holen. Ja, in der letzten Folge hieß es ja, ach so, warum gehe ich eigentlich? Ja, doch, das fängt hier unten an. Hieß es ja, dass ich die Pilgerreise beginnen muss, was wirklich übel ist. Also nicht übel jetzt in dem Sinne, dass es schwer ist oder so, aber es ist wirklich sehr, sehr nervig, weil man kann sich nicht richtig bewegen und man läuft immer so langsam und naja, das sind halt Sachen, die mich persönlich sehr nerven. Ich bin gerade am gucken, was ist Y eigentlich? Ach so, ja klar, Y ist, ach, ich bin auch wieder. Ich bin etwas durcheinander gerade. Ich merke das schon. So, Moment, hier oben ist aber auch noch was, was wir nehmen können. Das sollten wir noch mit einsammeln. Das kommt auch, glaube ich, häufiger mal vor jetzt hier auf der Pilgerreise, dass wir was finden, was wir dann einsammeln können. Links ist auch. Ach so, das kann man gar nicht. Links ist auch noch ein Seid Dungeon, sehe ich gegrüßt. gerade. Hallöchen. Moment. So. Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert einen, als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, meine Freundin. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, weil es könnte tödlich für euch enden. Ja, kein Thema. Was könnt ihr mir noch über die Pilgerreise sagen? Nichts Gutes. Hab mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende, wenn man das so nennen kann. Ihr begleitet mich nicht? Ja, nein, ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe, wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr habt eine echte Chance. Ich weiß das. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. In der Klos Beta. Glaubt ihr an die Prophezeiung der Kathedrale? Ich hatte meine Zweifel. Die Priester redeten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier, genau wie sie es gesagt hatten. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen da runtergehen, quasi immer geradeaus runter und ein Stück nach links und dann sollten wir da ankommen. Gut. Und wir haben im Moment keine Skelette, die uns was wegtanken können. Schlecht. Aber wir schauen trotzdem mal. So. Okay, das war nichts zum Einsammeln. Ich höre hier aber schon wieder was. Das ist nicht gut. Ah ne, ich muss jetzt nach links. Nein, nimmst du das mit? Hier waren, glaube ich, aber auch sonst immer jede Menge Monster. Lass das mal so stehen. So, an den Horcht Sünder. auf, Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Ja. Jetzt müssen wir uns nach unten halten und nach rechts. Ich meine, wir liefen da auch immer so ein bisschen im Kreis rum. Kann ich eigentlich nicht. So,
So viel denn dazu, dass das Leichname fördert? Offenbar irgendwie nicht. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Bringt den Götzen rüber. Nein, jetzt habe ich den... Ach, deswegen... Och, ich dachte die ganze Zeit, ich habe den in der Hand. Oh Gott, das kann wieder nur mir passieren. War ja klar. Man hört sich alles an. Man hat das Ganze schon durchgespielt und denkt sich dann nichts dabei, wenn das... Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, das wäre verbuggt. Ich habe gedacht, ich habe den Götzen in der Hand und denke, wieso ändert sich die Umgebung nicht? Den müssen wir nämlich mitnehmen. Der sieht quasi genauso aus. Beziehungsweise der ist jetzt hinten drauf. Deswegen ist das so komisch. So, und hier ist nämlich das Problem, dass wir uns nicht richtig bewegen können. Und was kommst du mir jetzt hinterher hier? So, mein Freund. Jetzt sind meine Freunde wieder da. Oh, falsche Taste. Kommt mit mir. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Der hatte Gold, das ist schön. So, von der Seite müssen wir, glaube ich, da ran. Nein, ich will nicht mit euch kämpfen. Lass mich doch in Ruhe. So selten blöde Kuh. Oh, das war die falsche Taste. So, jetzt komme ich da nicht hin, weil ich sonst kaputt gehe, oder was? Nee, es geht aber noch. So, haben wir denn alle? 5 Stück? Genau. Da. Spürt das Stechen eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen. Denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. So, und wieder nach rechts unten. Ich sage ja, wir gehen irgendwie so im Kreis, meine ich. So ein bisschen. Und was war hinter uns? Halt, stopp. Wieso hat er die Eisenbrocken nicht mitgenommen? Und wieso das Zweihandschwert nicht? Hallo? So geht das aber nicht. Ja. Es ist doof, da hochzukommen irgendwie. Das lasse ich mal liegen. So, wir müssen von links, glaube ich, daran, ne? Das sieht gut aus. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, stun mich doch eine halbe Stunde. Kein Problem. Hallo. Aber sonst geht's denen noch gut. Mich hier erstmal eine halbe Stunde zu stunnen. Das ist übrigens etwas, was ich richtig zum Kotzen finde. Diese dumme Rumsternerei immer in den Spielen. Seht euch um. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Ach, wenn ich doch nur drauf kommen würde, welche Schauspielerin diese Stimme hat. Die ist so bekannt. Weiter nach rechts und das zweite nach oben.
Das heißt, da hoch. Oh, geht mir doch nicht immer auf die Nerven, Jungs. Der hat offenbar nichts drin. Moment. Nein, jetzt habe ich den aus Versehen. Oh, willst du mich hier veräppeln? Ich wollte den nicht nehmen. Also nehmen ja, aber... Neuer Typ von Skelettkrieger freigeschaltet. Was, was, was? Und ich kann mir das noch nicht mal durchlesen. Leute, lass doch nicht immer jemand Neuen angreifen. Ich will mir mal die Sachen durchlesen, die ich hier gesagt bekomme. Ah! So, Moment, da müssen wir hin. Da haben wir bestimmt wieder so ein Groß. Ich wusste es. Ich brauche mehr Essenz. Ich brauche mehr Zeit. Was denn jetzt? Essenz oder Zeit? Kannst du dich mal entscheiden? Oh. Ich brauche mehr Zeit. Ja, genau. Blödhammel. Hast du jetzt davon? Mann. Haben wir noch andere Leichen? Das Ende naht, Pilgerin. Blickt in euch hinein. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Ja, aber was ich nicht verstehe, ich habe den Götzen doch gerade hier reingesetzt. Normalerweise müsste das weg sein. Das Ende naht, Pilgerin. Ja, haben wir schon verstanden. Jetzt doch wieder den Götzen nehmen. Nach oben. Muss man nicht verstehen, aber egal. So, nehmen wir ihn nochmal mit, aber diesmal ohne, dass es dunkel wird. Sehr schön, immerhin. Oh, Moment, hier sind nur Leichen, ne? Was mich daran erinnert, dass wir was haben. Den Schnitter haben wir freigeschaltet. Schwingt eine mächtige Sense, die über eine aufladbare Spezial... Angriff verfügt, der alle 10 Sekunden schweren Schaden verursacht. Wenn Schnitter Gegner angreifen, die verlangsamt, bewegungsunfähig, betäubt oder verwundbar sind, verringert sich die Abklingzeit ihres mächtigen... Schnitter verfügen über eine Chance von 15%, das Fleisch von den Knochen ihrer Gegner zu schälen, wodurch eine Leiche entsteht. Hallo? Ihr verursacht 15% mehr Schattenschaden, könnt aber keine Skelettkrieger mehr auferstehen lassen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied sein soll. Deswegen lasse ich das, glaube ich, jetzt erstmal so. Ach, ich weiß warum. Ah, ja. Ach, da brauchen wir sogar 2 für. Oh, ist das ätzend, dass man immer da hinbauen muss. Ja, ich weiß aber zumindest schon mal... Geht's noch, Jungs? Ich könnte hier doch nicht einfach reinspringen. So, wo müssen wir hin? Da können wir eigentlich abkürzen, ne? Nehme ich mal an. Hallo? Hat er das jetzt mitgenommen? Ja. Da müssen wir hin. So. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete. Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft.
Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. So, so. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Wir schauen mal eben nach, ob hier noch irgendwas Gutes, Neues drin ist. Aber... magischer Kopfschutz. Ist der gleiche, aber mit mehr Rüstung. Widerstand gegen Feuer ist weniger. Kontrollverlustdauer. Ist doch eigentlich negativ, oder? Oder verstehe ich das jetzt hier falsch? Ja, Widerstand gegen Feuer weiß ich nicht. Im Moment hatten wir ja eigentlich nichts. Wo wir mit Feuer angegriffen worden sind, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich lasse es erstmal so. Leute. Was ist mit dem Spiel los seit dem Release? So, was haben wir denn hier? Kniet vor ihm nieder und denkt daran, dass ihr klein seid, unendlich klein. Ich knie vor niemanden nieder, zumindest nicht so, wie du das denkst. Warum muss ich knien? Nein, nein, es geht nicht ums Niederknien, es geht um Wunder, Ehrfurcht, das Licht selbst, die Göttlichkeit selbst strömt aus diesem Raum. Obwohl mein Fleisch kalt und taub ist, ist mein Geist warm vor Ehrfurcht. Was können wir tun, außer niederzuknien? Kann das sein, dass er ein bisschen zu viel geraucht hat? Sollte Inarius nicht in Cor Valar sein? Das war er, bis die süße Poesie der Prophezeiung erklang. Um ihre Botschaft zu ergründen, pilgerte er tief in das Herz Sanctuarios, auf dem Weg zu... Nun, das sollte ich nicht sagen. Weil's pervers ist, weil's keiner wissen darf, weil's was Böses ist? Auf dem Weg zu wem? Es schmerzt mich, die Wahrheit seines Lichts zurückzuhalten. Doch ich spüre es in euch, Pilgerin. Er ist aufgebrochen, um mit Radma zu sprechen, dem ersten seiner Kinder, dem wahren Urheber der Prophezeiung. Er tauchte, bewaffnet mit heiliger Überzeugung auf. Eine heilige Schlacht inmitten der Prophezeiung, die durch seine Klinge gewonnen werden sollte. Seitdem meditierte er hier über Jahre und bereitete sich darauf vor, sich offen seinem Schicksal zu stellen. Woher wisst ihr so viel über Inarius? Woher weiß man von der Wärme der Sonne, der Liebe seiner Mutter, der Schönheit eines Liedes? Seine Präsenz ist ansteckend. Sie kriecht in eure Seele. Ohne Glaube sind wir leer. Ein leerer Brunnen. Die Frommen füllen ihre Becher mit Gebeten. Meiner fließt von seinem Licht über. So nah, so rein. Ich bin verändert. Ich bin nichts. Ich bin besser. Ist das nicht wunderschön? Okay, der hat ganz eindeutig zu viel geraucht. Schöne Statue nebenbei. Die Welt ist vergänglich. Wir wurden in der Sünde und Verderbnis in Sanctuario hineingeboren und nur durch die guten Taten des Vaters werden wir in den Himmel emporgehoben.
Wieso durch die guten Taten des Vaters? Ich denke durch unsere guten Taten. Unser Vater Inarius ebnete diesen Boden, öffnete diesen Himmel und erschuf Sanctuario aus dem Segen des Weltensteins. Haben wir hier oben noch sowas? Ah. Die Krankheit raubte ihr die Kindheit, doch der Vater schenkte ihr neues Leben. Die Mutter Oberin Prava ist nur eine seiner vielen Segen. Er wurde aus dem Himmel verbannt, doch seine Rückkehr wurde vorausgesagt. Unser Vater Inarius wird in den Himmel aufsteigen und auf seinen Schwingen werden wir erlöst werden. Das klingt irgendwie so, als würden die den Teufel anbeten. Also Lucifer, ne? Der gefallene Engel. Der Vater weist den Weg zum Licht, doch der Orden des Ritters der Reue wurde gegründet, um uns den Pfad dorthin zu ebnen. Mhm. Okay. Schauen wir mal. Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung, nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat, von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie aufhalten. Die Audienz ist beendet. Ja, was für ein arschiger Vater. Er hat uns noch nicht mal den Segen gegeben. Quest abgeschlossen. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Sprecht mit Mutter Oberin Prava. Okay, dann gehen wir zu ihr nochmal zurück. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel, wenn ich zwischendurch immer wieder so springe, oder? Ja, ob ich dadurch wirklich schneller bin, ich weiß es nicht. Bei Lost Ark war man so ein ganz klein wenig schneller dadurch, aber... Hier bin ich mir da nicht so sicher. So, wir müssen wieder diesen ganzen Weg nach oben zurück. Und deswegen habe ich nämlich extra gefragt, warum gibt es keinen Port dort? Ich hasse es. Naja, gut. Wir müssen, glaube ich, hier unten rum, ne? War doch jetzt richtig, ja. Dann laufen wir mal da hoch. Wir sind auch wieder komplett zu fünft. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe hier jetzt was Neues bekommen. Der Großteil der Inschrift fiel dem Lauf der Zeit zum Opfer. Ein paar kaum lesbare Worte lauten: Büßt eure dunkelsten Sünden. Ich dachte, du gibst mir einen Segen. Ah ja, doch, hier sind wir richtig. Okay.
So. Dann schauen wir mal. Die haben wir doch eben schon gemacht, oder? Können wir die immer wieder machen? Aber stimmt, es ist ja wie so ein MMO im Endeffekt aufgebaut. Oder anders gesagt, es ist ein MMO. Dementsprechend spawnt das Ganze dann ja auch wieder neu. Das ist schon irgendwie logisch. So, da immer geradeaus hoch. Wie gesagt, ich hasse es, dass man die Minimap nicht mit einem größeren Ausschnitt machen kann, statt dass man immer wieder umschalten muss. Ich weiß auch nicht, ich denke mal nicht, dass es dafür irgendwie so ein schönes Add-on oder so gibt. Da will ich jetzt natürlich nicht reinlaufen. Da ist wieder so ein nerviges Event. Das habe ich jetzt aus Versehen kaputt gemacht, oder? Ja, natürlich kommen sie jetzt hier wieder alle an. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier durchlaufen, Jungs. Ich muss nur von A nach B, mehr will ich doch gar nicht. So, Gold noch eben holen, zack. Muss ich links rum. So. Oben. Ich wollte gerade sagen, Jungs, nicht aufhalten lassen, mit mir mitkommen, bitte. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen noch mit der Mutter Oberin sprechen. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Quatsch mich nicht wieder von der Seite an. Ich habe eine Aufgabe. Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Ah, ihr seid zurück. Kehren wir der Kälte den Rücken und sprechen drinnen. So. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal ansprechen. Dann komm, Mutter Oberin. Ich glaube, hier bleibt es ungefähr stehen, oder? Ja. Das kann ich hier nicht tun. Doch, du kannst sie ansprechen. Inarius verweigerte mir seinen Segen. Doch steht er unversehrt vor mir. Ich kenne seine Wege. Das ist mir Zustimmung genug. Im Namen des Lichts segne ich euch. Möge das Licht euch durchströmen und euch vor Verderbnis und Sünde beschützen. Unser Sieg wurde in den Himmeln prophezeit. Was sagt die Prophezeiung? Von der Stimme des Vaters zu mir. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Zuerst Lilith, dann die großen Übel. Er wird uns vom ewigen Konflikt befreien. Ah, neue Quest erhalten, sehr schön. Was wird aus Vigo? Vigo und ich hatten nach seiner Rückkehr ein gutes Gespräch. Er wird Buße leisten. Vertraut darauf, dass er sich in guten Händen befindet. Ja, ich hoffe es doch, ne? Warum ist Inarius hier in Sanctuario? Buße. In den Augen des Himmels war die Erschaffung der Menschheit eine Sünde. Sie haben ihn gestürzt. Jetzt sucht er nach Erlösung und einer Möglichkeit heimzukehren. Wie es prophezeit wurde, stellt die Tötung Liliths diese Möglichkeit dar. Wenn er aufsteigt, tun wir das alle. Ja, und wir sollen jetzt mit Nirel sprechen, die uns wahrscheinlich zum verdunkelten Weg führen wird. Es ist hier alles so dermaßen auseinander. Dann würde ich sagen, dass wir hier unten hinporten. Velesna. Ich denke, dass hier oben vielleicht auch noch ein Port sein könnte, der näher dran ist. Aber wir haben ja jetzt nicht so. Wobei der Schmied hier oben ist. Da möchte ich gerne nochmal eben hin. Jungs. Hallo, ich würde gerne porten.
Ja, immer noch? So, wir müssen... Moment, ich habe doch gerade noch gesagt, dass hier der Schmied ist. Bin ich jetzt hier... Hoppala, bin ich jetzt hier im Falschen? Schmied, Schmied, Schmied. Rüstungen. Schmied. Ach so, ich bin wirklich im Falschen, aber ist nicht schlimm, weil der Schmied ist hier unten. Was darf es sein? Oh, was hat der denn für die Stimme? Gut. Das ist alles nichts Goldenes. Ja, gut, die Rüstung ist natürlich wesentlich größer, ne? Aber das tun wir trotzdem mal weg. Das Schwert ist auch schlechter. Plus ein maximales Leben mehr. Das Problem... Hallo, Controller. Darf ich das mal durchlesen vielleicht? Das Problem ist... Ich meine, das eine Leben mehr bringt uns wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich weiß aber nicht, wie das ist mit dem Lilanen. Ob uns das irgendetwas bringt. Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich könnten wir ja das andere anziehen. Aber das können wir auf jeden Fall schon mal wegtun. Gut, das hat noch Stärke, Geschicklichkeit und so weiter dabei. Hat aber auch einen besseren Rüstungswert. Oh, ich hasse sowas zum Vergleichen. 156, 135. Ließ sich gut zerlegen. Ne, ließ sich gut zerlegen, finde ich auch. Dann würde ich sagen, dass wir hier unten hingehen, um schon mal da in die Nähe zu kommen. Und dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge weiterschauen, was wir mit Nirelle noch erleben. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.